Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Februar-Edition der Blissim-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim-Box ist eine französische Beauty-Abo-Box, die 17,90 € pro Monat kostet. Ich habe einen Link unten in der Infobox, darüber könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, die Box abonnieren. Da bekommt ihr auch ein bisschen Rabatt und ich bekomme Blissim Points dadurch. Und die habe ich aufgrund von eurer Empfehlung mal vor einem Jahr oder so angefangen zu abonnieren. Und ich bin wirklich begeistert. Das ist eine schöne Box. Da sind 5 Produkte drin und die Box ist sehr speziell. Also da sind zum einen Marken drin, die wir so nicht wirklich kennen. Manchmal aber auch so ein Klopper wie MAC, Fenty Beauty und so weiter. Und irgendwie ist die auch immer wieder ein bisschen anders, ne? Also vom Motto her, vom Thema her, von der Kooperation her. Und dieses Mal haben die eine Kooperation mit Sekila Boss. Und das ist wohl irgendwie so eine Lady, die irgendeinen Podcast macht. Und die Box ist französisch. Die soll irgendwann mal auch irgendwie auch die Homepage, ne, auf Deutsch oder so rauskommen. Aktuell kann man sich das nur so im Browser umstellen, dass es dann automatisch übersetzt wird. Aber die Übersetzung ist immer ein Traum, super witzig. Ich habe mir auch schon das Heftchen hier eben rausgenommen und die Übersetzung dazu gemacht. Und werde euch das auch gleich mal vorlesen. Und ja, so, Sekila Boss kenne ich nicht. Aber ich muss auch sagen, ich höre nicht so wirklich französische Podcasts, obwohl ich ein bisschen Französisch kann. Und ich finde die von der Optik her witzig, definitiv. Ja, mehr halt auch nicht, ne? Genau, hier haben wir dann den Deckel einmal entfernt. Und dann haben wir hier einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und das knüpfen wir uns jetzt zuallererst einmal vor. Denn, da ist dann auch das Motto drin aufgeführt. Hier sind die Produkte auch aufgeführt mit Preisen und so. Und wenn man halt die Blissim-Box abonniert hat, dann bekommt man auch direkt schon auf der Homepage vorgezeigt, welche Produkte quasi in der Box drin sind, wenn man die nachkaufen möchte. Weil meistens sind das halt so kleinere Größen davon, ne? Und ja, hier ist das Editorial. Ich habe das eben durch den Google-Übersetzer gehauen. Und dann schauen wir mal, was das Thema der Box im Februar ist. Manchmal brauchen wir nur eine kleine Portion Selbstvertrauen, um unser Selbstwertgefühl zu stärken und der Chef zu werden, von dem wir träumen. Im Februar gehen wir gemeinsam die Wette ein, dass wir uns endlich trauen, gehört, angenommen und geliebt zu werden. Diese Box ist ein Aufruf an die Chefin, die in uns schlummert und die nur dank des weisen Ratschlags von Sekila Boss darum bittet, geweckt zu werden. Dieser Girl Boss Club hilft ihnen, ihren Erfolg zu schaffen durch einen Instagram-Account mit motivierenden Inhalten und einem inspirierenden Podcast. Also das ist das, was diese Sekila Boss Lady da macht. Finde ich sehr interessant. Ich habe es ja dann auch letztes Jahr tatsächlich gewagt, dass ich ja meine eigene Chefin geworden bin, dadurch, dass ich ja auch meinen YouTube-Kanal wirklich oder meine ganze Social-Media-Präsenz zur Selbstständigkeit umgeändert habe und das hier jetzt quasi mein Job ist. Also quasi, wenn ich jetzt ein Personalgespräch führen müsste, was ich jetzt ja eigentlich in meinem alten Job um diese Zeit hätte, müsste ich das mit mir selber führen. Ich glaube, das wäre ein sehr schnelles Gespräch. Selbstreflexion ist ganz hart am Start. Okay, cool. Dann wollen wir mal reingucken und uns zu einer Chefin entwickeln mit diesen Produkten. Da bin ich ja wirklich gespannt, ob die das schaffen werden. Zuerst haben wir hier so ein Heftchen drin. Auch das ist immer das Problem, ne? Wenn sowas drin ist, ist auch Französisch. Und das ist schön, dass es mit dabei ist. Hier steht auch alles Mögliche drin. Who run this world? Wo? Also wer beherrscht die Welt? Wir oder sie vielmehr steht da ja drin, ne? Und da kannst du dann halt auch so ein bisschen ja sowas reintragen und so Psychotest und so weiter, aber das Problem ist halt einfach, es ist auf Französisch, Leute, ne? Das ist ganz nett und safe wird das auch irgendwie ganz geil bei den Französinnen ankommen. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil ich werde es nicht verwenden, ne? Bin ich mal ehrlich. So, Inhalt der Box sieht dann so aus, wir haben sowohl große als auch kleine Produkte. Wenn hier so ganz kleine Sachen drin sind, ist das meistens einfach nicht im Heftchen mit einem Preis aufgeführt. Hier habe ich zum Beispiel von Alien Goddess Mugler, nee, von Mugler das Alien Goddess Parfum. Das ist ja dann nicht das klassische Alien, was ich gerne mag. 1,2 ml sind hier drin enthalten. Und Leute, da bin ich jetzt mal ganz entspannt und sage, das kommt in mein Full Face Beauty Boxen mit rein, was ich ja monatlich schminke. Und Parfüm, ne, bringe ich da auch gerne mit rein. Aber wir können es ja erstmal testschnuppern. Hi. Man soll es nicht bappen, aber ich mache das irgendwie immer so gerne. Keine Ahnung warum. Oh, das riecht noch mal ein bisschen.
also das reguläre Alien ist ja sehr schwer und sehr präsent und so. Und das hier hat was Süßes mit dabei. Was Zarteres. Also das ist auch intensiv vom Duft her, aber das ist eher zarter, zurückhaltender und nicht so boom, präsent, ich bin da, gebam, ne? Gut, ne? Das ist eher alltagsmäßig unterwegs. Das mag ich gerne leiden. Also wie gesagt, 1,2 Milliliter sind hier drin. Kommt jetzt Full Face Beauty Box, da werde ich das ja nochmal auftragen, aber das habe ich ruckzuck aufgebraucht, weil ich das voll gut finde. Ist jetzt aber nichts, wo ich sage, das ist ein ganz spezieller Duft, ne? Den ich mir jetzt auf jeden Fall nachkaufen würde oder so, aber es ist ja gefällig. Ja, so kann man das definieren. Und dann habe ich hier etwas drin von Imparfait. Oder Imparfait. Imparfait ist eine Marke, die gibt es auch auf der Blissim Homepage. Und die habe ich so auch noch nie irgendwo anders gesehen. 15 Milliliter habe ich hier drin. Eine Augencreme. Eye Contour Treatment for Bright Look. Also für einen strahlenden Look haben wir hier eine Augencreme mit dabei. Ja, ne, das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, wenn man Chefin von irgendwas ist. Weil als Chefin von irgendwas machst du dir sicherlich auch die ein oder andere eigene Überstunde. Oder wie auch immer man das so sagen möchte. Und ja. Da helfen solche Cremchen vielleicht auch ein bisschen dagegen, ne? Deswegen passt das auf jeden Fall. Strahlende Augen ist auch immer so eine coole Geschichte, was man auch mit Führungspositionen in Kombination bringen könnte, weil man sich darüber freut, eine Führungsposition zu sein. So vielleicht? Keine Ahnung. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Gottes, Alien, Gottes ist klar, ne? Göttin. Göttinnen sind sowieso Chefin, ist klar, ist uns allen bewusst. Dann haben wir hier 30 Milliliter von Green Barbet Urban Nature Gommage Corp, also ein Körperpeeling mit Gingembre und Argüm. Wow, was war Gingembre nochmal? 99% der Inhaltsstoffe sind natürlich. Jo, einfach ein Peeling mit dabei, auch so babyzarte Haut. Da musst du keine Chefin für sein, ne? Aber da fühlst du dich wahrscheinlich unwiderstehlich und richtig krass mit. Keine Ahnung. Ich versuche ja immer so ein bisschen auch das Motto zu verstehen, ne? Und mit den Produkten in Kombination zu bringen, weil irgendwas haben sie sich ja dabei gedacht. Ich weiß nicht, ob das der Duft ist, der dann so exorbitant krass sein soll. Rieche ich jetzt nichts raus. Ich rieche jetzt gerade wirklich nur das Parfum, was gerade so seine Herznote raushaut, ne? Krass. Ja. Ja, Körperpeeling kann man auf jeden Fall auch ganz gut gebrauchen, verwende ich auch ganz gerne. Dann habe ich hier von Blumi etwas dabei, Oh la la, Le Blush Creme, oh mein Gott, Cream Blush Pink Mood, 8,5 Milliliter. Ich habe in letzter Zeit so viele Creme Blushes und so weiter, ja, aussortiert, ne? Weil ich halt lieber so Blush Sticks mag oder Blush in einem Pöttchen, wo ich mit dem Pinsel drin rumrühren kann. Aber das gucken wir uns auch im Full Face Beauty Boxen einfach mal an. Warum eigentlich nicht? Pink ist auch immer eine schöne Geschichte, ne? Oh mein Gott. Ja, komm. Full Face Beauty Boxen für Februar, kommt das mit rein, ne? Und das ist ja auch nur ein kleines Typchen. Manchmal hat man ja auch diese Riesentuben, die kriegst du ja ewig nicht leer. Und das hat ja auch nur 6 Monate Haltbarkeit, ne? Das ist bei den Creme-Produkten halt immer so eine schwierige Geschichte. Ja, natürlich musst du auch duschen als Chefin, weil gut riechen, kommt immer gut an. Bioderma Krealin Gel Mousson, das ist ein... Hallo. Visage Eyeux. Oh, fürs Gesicht hast du hier ein Cleansing-Gel dabei. 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Ja gut, ne? Für frische Gesichter und porenfeine Haut. Was? Keine Ahnung. Vielleicht von der Farbe her, dass es irgendwie zu Boss passt. Ja, und man muss sich halt auch duschen und waschen und passt auch irgendwie schon, ne? Ja, ja, es passt. Also... Ja, ich bin noch nicht durch, wir sind noch nicht beim Fazit. Okay, Shampoo haben wir auch noch mit dabei von Respire. Das ist auch eine relativ teure Marke, glaube ich, ne? Auch hier 94% der Inhaltsstoffe sind natürlich. Da achtet die Blissim Box in den Boxen auch oft drauf, dass wir relativ hohen Anteil an Natürlichkeiten in den Produkten haben. Jo, das hatte ich aber, oder habe ich sogar noch im Backup. Ich vertrage nämlich nicht so wirklich feste Shampoos. Da kriege ich sehr trockene Haare von, auch wenn hier Mandelöl und so weiter da drin ist, ne? Es ist immer ein bisschen schwierig. Ich halte gerade Ausschau. 20 Gramm, genau, nach der Menge. Und ja, schwierig, ne? Also klar auch, ne? Tolle Haare sind immer schön, wenn man Boss ist und so. Und das macht einen auch unwiderstehlich. Aber wie gesagt, bei mir ist halt bei festen Shampoos immer das Problem, dass meine Kopfhaut da so dermaßen von austrocknet und meine Haare so strohig davon werden. Wahrscheinlich, weil meine Haare einfach Silikon haben wollen. Ja, das riecht einfach nach nicht wirklich irgendwas Parfümiertem oder so, ne? Sehr natürlich, aber auch angenehm. Jetzt nicht irgendwie super kräuterig oder so. Jo, so. 1, 2, 3, 4, 5 Produkte plus das Parfum. Wobei ich persönlich finde, dass das Parfum hier noch das, was am besten zu der Box passt, ist. Oder zu dem Motto. Weil, also irgendwie so dieses Boss, Chefin, ne?
Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass die da halt irgendwas von einer geilen Marke wie Fenty oder MAC oder so reinknallen, dass man irgendwie so ein Wow-Produkt mit dabei hat. Denn das fehlt mir persönlich hier so ein bisschen. Oder, ne, wir hatten ja schon mal eine MAC-Mascara oder von Fenty hatten wir auch einen Highlighter oder so mal mit dabei. Ja, für mich persönlich jetzt so ein bisschen, dass ich mir denke, das hat jetzt nicht so ganz das Motto getroffen, hätte ich mir schönere Produkte für gewünscht tatsächlich, ne? Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, welches Produkt ihr persönlich mit einem Chefin- oder Chef-Dasein in Verbindung bringen würdet. Ich glaube, hier hätte tatsächlich auch eine Handcreme gepasst, weil Chefs geben ja oft die Hand und dann haben sie gepflegte Hände. Keine Ahnung. Aber, ne, wie gesagt, schreibt mir mal gerne eure Ideen in die Kommentare. Und ja, diesen Monat hat mich die Blissim-Box nicht so gecatcht. Mal gucken, wie es im März so weitergeht. Und das war's hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!